Das Waldschwimmbad Fuldatal montags geschlossen. Das Backhaus Markus am Bahnhof Wilhelmshöhe zu. Bushaltestellen ohne Busse in Kassel wegen Personalmangels. Schon seit über einem Monat ist die normalerweise gut besuchte Backhausfiliale direkt am Bahnhof Wilhelmshöhe dicht. Auch in der Hauptfiliale fehlt Personal, deswegen hat Inhaber Henrik Markus alle Hände voll zu tun. Er ist derzeit Bäcker und Servicekraft in einem. Die geschlossene Filiale bereitet ihm Sorgen. Wenn Sie Mietkosten haben in der Lage auch, die sind dann schon in einem höheren Bereich. Und in dem Sinne ist es natürlich so, dass da erstmal auch kein Umsatz dann reinkommt, um diese Kosten zu decken. Ich bin zwar immer Optimist, aber ich muss sagen, momentan ist es leider so, dass es ist wenig verfügbar, momentan auf dem Markt auch. Das Waldschwimmbad Fuldatal öffnet zum Wochenbeginn auch nicht mehr. Ebenfalls wegen Personalmangels fällt der Montag buchstäblich ins Wasser. Das bestehende Personalproblem hat sich in der Corona-Zeit deutlich verschärft. Am stärksten fällt der Verlust an Mitarbeitern im Gastgewerbe mit 10,3% aus. Die Metallbauberufe verzeichnen einen Rückgang von 4,2%. Mit 1,1% sind Verkaufsberufe nur gering betroffen. Auch die Kassler spüren den durch Corona verschärften Personalmangel in ihrem Alltag. Also ich war im Urlaub letztens am Flughafen, da hat man das schon sehr gemerkt, zum Beispiel bei dem Gepäck jetzt. Ich musste das jetzt in Frankfurt oder in Wien lassen, ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Gastronomie hat zum Teil zu, komplett zu. Ja, ist blöd. Ich habe die Verantwortung für eine Fertigung und suche nach wie vor auch Leute, krieg keine Leute. Im Waldschwimmbad Fuldatal geht es auch nur deswegen überhaupt weiter, weil die Nachbargemeinde mit Personal aushilft und die DLRG mit ehrenamtlichen Mitarbeitern einspringt. Tobias Volland befürchtet, dass es sogar noch schlimmer werden könnte. Wir sehen jetzt auch, die Bäderlandschaft wird immer weiter ausgedünnt. Das Personal kommt leider nicht nach. Und wir sind da ganz stark auf die Politik und auf die Gremien angewiesen, dass man da dementsprechend dem Nachdruck verleiht, dass wir wirklich hier Bedarf haben. Bäcker Henrik Markus will nicht bloß abwarten. Er überlegt, etwas an den Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmen zu ändern, um für Mitarbeiter attraktiver zu werden. Es gibt Modelle, da haben Bäckereien das Wochenende geschlossen. Es gibt Bäckereien, ich rede jetzt von ganz Deutschland, die haben zum Beispiel auf Tagesproduktion umgestellt, dass nicht nachts produziert wird, sondern am Tag. Oder auch geänderte Öffnungszeiten. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Ob beim Bäckermeister oder im Schwimmbad, die Lösung des Personalmangels ist hier nicht in Sicht. Sie hoffen aber auch, dass in der Corona-Zeit abgewandertes Personal wieder zurückkommt.